Hallo Leute, willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lisa und heute habe ich ein Lesemonatsvideo für euch. Also werde ich euch die ganzen Bücher, die ich im Monat April gelesen habe, vorstellen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich dachte mir, diesen Monat strukturiere ich das Video ein bisschen anders. Ich werde die Bücher nach Sprache ordnen. Also als erstes stelle ich euch vor die Bücher, die ich auf Deutsch gelesen habe. Danach die Bücher, die auf Deutsch übersetzt wurden, aber ich auf Englisch gelesen habe, und zu allerletzt die Bücher, die ich auf Englisch gelesen habe, die aber noch nicht übersetzt wurden. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Und jeden Tag wird der Weg nach Hause länger und länger von Frederik Backmann. Das ist ein sehr dünnes Buch, hat gerade mal 80 Seiten, genau. Und in diesem Buch geht es um ein Enkelsohn, sein Opa, aber es geht auch um die ganze Familie, also die Oma, der Vater, geht um den Vater. Ja, und was passiert ist, dass der Opa langsam sein Gedächtnis verliert. Es gibt ja ein Wort dafür, Dementia, heißt es auf Englisch. Keine Ahnung, wie genau man das auf Deutsch aussprechen würde. Und es ist ein sehr, sehr, ich kann nicht süß sagen. Es war ein Buch mit einer sehr starke und wichtige Botschaft über das Leben, über Liebe. Und ich würde sagen, ich kann jedem dieses Buch empfehlen, weil es so kurz ist. Es ist so gut. Hoffentlich nimmt man etwas mit auf dem Weg mit. Habe ich das richtig gesagt? Und ich bin einfach wieder mal erstaunt von Frederik Backmann, wie er das schafft. Wenn ich seine Bücher lese, empfinde ich so viele Hoffnung für die Welt, für das Leben, für die Menschen, für mich selber. Und ich finde das so beeindruckend, wie er das schafft. Ich kann es noch nicht genau auf den Punkt nennen, was es genau ist, warum ich seinen Schreibstil so sehr liebe, weil, ja, es ist so schwer. Ich weiß noch nicht genau. Ich werde vielleicht, habe Lust, jetzt noch ein Buch von ihm zu lesen und werde versuchen zu analysieren, vielleicht, damit ich es genauer sagen kann, was so gut an seinem Schreibstil ist, weil es ist wirklich sehr gut, sehr beeindruckend und hinterlässt immer einen langen, starken Eindruck. Bei mir auf jeden Fall. Das nächste Buch, was ich hier habe, Shark Club, eine Liebe so ewig wie das Meer von Anne Kidd Taylor. Das Buch habe ich angefangen, viel markiert, aber leider nicht beendet, weil, nicht unbedingt, weil das Buch nicht gut war. Das Buch an sich war ziemlich gut. Ich war sehr überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass mir das Buch so gut gefällt. Problem ist, ich habe, wie sagt man das? Es ist für mich wie ein Trigger, wenn jemand in einer Beziehung sehr manipulierend ist und ich das sehen kann und der andere das zulässt. Das bedrückt mich so sehr. Ich kann nicht weiterlesen. Ich habe einfach nur kurz übersprungen und gesehen, okay, was passiert in den letzten paar Seiten. Und außerdem Andreas, das ist mein Mann, der hat das Hörbuch gehört und hat mir ein bisschen erzählt, wie es weitergeht in der Geschichte. Also bin ich froh darüber und hatte nicht unbedingt das Bedürfnis, weiterzulesen. Aber worum geht es überhaupt in diesem Buch? In diesem Buch geht es um Maeve und Daniel. Maeve und Daniel kennen sich schon, seit sie Kinder sind, und an dem Tag, wo sie ihren ersten Kuss mit Daniel teilt, wird sie auch von einem Hai gebissen. Und seit dem Tag ist sie mit Haien ein bisschen besessen. Sie liebt sie, sie will mehr über diese Kreaturen erfahren. Sie macht das dann zu ihrer Karriere. 18 Jahre später ist sie dann Meeresbiologin. Sie reist um die Welt, sie erforscht. Der Klappentext sagt das nicht, aber ich finde auch, dass der Klappentext in diesem Fall nicht vielsagend war. Maeve und Daniel sind verlobt, wollen heiraten, aber sie heiraten nicht, weil Maeve geht ja irgendwo für ihren Doktorat 10 Monate lang oder so, glaube ich, und Daniel ist ziemlich wütend deswegen. Er stellt sich heraus, dass er eine Affäre hatte, während sie weg war, und die andere Frau ist dabei schwanger geworden, also hat er jetzt ein Kind. Sie heiraten nicht, sie machen natürlich Schluss. Und ich glaube, sie zieht sogar weit weg. Ich denke schon, dass sie nicht mehr dort wohnt. Aber Jahre später kehrt sie zurück, wo sie eigentlich in ein Hotel aufgewachsen ist,
weil die Großmutter dieses Hotel besitzt. Und während sie dort ist, trifft sie ein kleines Mädchen. Sie freundet sich mit diesem Mädchen an, weil dieses Mädchen ja ziemlich anders ist als andere Mädchen, sage ich mal, weil sie sich sehr für Dinosaurier zum Beispiel interessiert und nachdem Maeve ihr davon erzählt, dass man Haizähne am Strand finden kann. Das Mädchen möchte unbedingt auch Haizähne am Strand finden und sie formen sogar diesen Shark Club. Ich fand es ziemlich interessant, wie viel wir ein bisschen über Haie lernen, über das Meer. Manchmal war ich ein bisschen überfordert, aber was ich an diesem Buch sehr gut fand, war, wie viele Sachen ich das Gefühl hatte, mir etwas über das Leben beibringen. Also ja, ich denke an sich war es eine sehr gute Leseerfahrung. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben, was vielleicht nicht 100% fair ist, da ich das Buch noch nicht mal beendet habe. Was ich sagen kann, obwohl es so viele Sachen gab, die sehr interessant waren, die ich markiert habe, habe ich auch gemerkt, das Buch zieht sich ein klitzekleines bisschen. Also vielleicht war es wirklich unfair von mir, 3 Sterne zu geben. Auf jeden Fall genug gesagt über dieses Buch. Kommen wir jetzt zu einem Buch, welches ich auf Englisch gelesen habe, aber das Buch wurde ins Deutsche übersetzt. The Hate U Give von Angie Thomas. Und Leute, ich weiß nicht, warum ich die Seite unbedingt zeigen wollte. Leute, dieses Buch ist so gut gewesen. Es hat mich so viele neue Sachen beigebracht, über was es bedeutet, schwarz in den USA zu sein. Und man würde meinen, es sollte schon vorbei sein, Leute sind nicht mehr so voreingenommen oder rassistisch, aber leider ist das nicht so. In diesem Buch geht es um Star. Star ist in Auto mit ihrem Freund Khalil. Khalil wird von einem Polizist erschossen. Und es gibt viel Aufruhr deswegen, weil viele sich aufregen, warum er umgebracht wurde, obwohl er gar nicht bewaffnet war, einfach nur weil er schwarz war. Und das Ding ist, dass Star eigentlich viel Angst hat, auszusagen, weil sie das Ganze mitbekommen hat. Sie hat gesehen, was passiert ist. Und in diesem Buch verfolgen wir ihre Unentschlossenheit, ihre Ängste und auch die Tatsache, dass sie sich ein bisschen in zwei gespaltet fühlt, weil sie schwarz ist, aber sie geht an so eine, ich glaube, es ist eine private Schule und dort gibt es viele reiche Leute. Sie sind auch hauptsächlich weiß und sie hat dort immer das Gefühl, sie kann nicht sich selbst sein. Während ich dieses Buch gelesen habe, haben meine Gefühle immer geschwankt zwischen, ich bin beeindruckt von der Autorin, aber ich bin so wütend, ich fühle mich machtlos, dass sowas passieren kann, wie die Leute reagieren, wie man keine Rücksicht aufeinander nimmt. Aber ich habe auch Hoffnung gespürt, weil man sieht, wie Star mit diesen furchtbaren Sachen konfrontiert wird und wie sie als Menschen wächst und was das aus ihr macht. Ich habe es geliebt, die Beziehungen zwischen Star und ihrer Familie und ihren Freunden so zu entdecken und zu sehen, wie das auch wächst. Dieses Buch ist also eine sehr große Empfehlung von mir. Ich finde, mehr Leute sollten dieses Buch lesen, damit man versteht, wie das eigentlich ist. Und nur so können wir als Gesellschaft wachsen, wenn jemand uns erzählt, wie sie sich fühlen. Ich finde, diese Autorin hat eine hervorragende Arbeit mit diesem Buch geleistet. Und ich hoffe einfach, dass wenigstens eine Person, die gerade dieses Video guckt, sich dazu entschieden hat, dieses Buch zu lesen. Machen wir jetzt weiter mit den Büchern, die ich auf Englisch gelesen habe und die noch nicht übersetzt wurden. Das erste Buch, was ich hier habe, ist ein Thriller. Es heißt The Other Woman von Sandy Jones. Dieses Buch habe ich abgebrochen. Vielleicht hätte ich es als letztes erwähnen sollen. Keine Ahnung. Ich habe ungefähr bis Seite 150 gelesen, weil ich habe Schwierigkeiten mit dummen Entscheidungen. Ich habe auch Schwierigkeiten, wenn böse Menschen immer ihren Weg bekommen, dass sie immer
gewinnen und dass sie nicht zu stoppen, nicht zu halten sind, das macht mich so unglaublich wütend. Ich finde nicht, dass Bücher uns wütend machen sollen. Also deswegen habe ich das einfach abgebrochen, aber kurz gelesen, was passiert. Und ich muss schon sagen, das Ende habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Es ist sehr spannend. Es gibt einen großen Twist am Ende. Ich denke, wenn ihr sehr gerne Thriller lest und euch nicht von den Entscheidungen der Protagonist ärgern lässt, würde euch das Buch eventuell gefallen. Hier geht es um Adam und Emily. Sie sind zusammen, sie wollen heiraten. Das Problem ist aber, dass die Mutter von Adam, Emily, nicht ausstehen kann. Und es wird immer deutlicher, krasser, die Sachen, die sie macht, um Emily aus dem Weg zu haben. Ja, ich mochte das Buch eigentlich sehr gerne am Anfang. Ich konnte noch ausstehen, was alles dort gemacht. Ich konnte noch aushalten, was dort passiert mit den Entscheidungen und die Sachen, die die Mutter der Emily antut. Aber nach einer Weile konnte ich einfach nicht mehr. Machen wir weiter. Das nächste Buch, was ich hier habe, heißt Happily Never After von Lynn Painter. Das ist tatsächlich mein erstes Lynn Painter Buch gewesen. Und ich muss mal gucken. Ja, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Das ist ja typisch für mich für Romance-Bücher, weil ich immer das Gefühl habe, das Ende kommt zu schnell und es trifft nicht meine Vorstellung von, wie das alles ausgehen sollte. Aber vielleicht bin ich einfach zu kritisch, was Enden angeht. Dieses Buch hat einen sehr interessanten Ausgangspunkt. Hier geht es um Sophie und wie heißt der Kerl und Max. Das Buch fängt dort an, dass Sophie gerade am Heiraten ist. Das Problem ist, dass sie vor kurzem herausgefunden hat, dass sie von ihrem Verlobten betrogen wurde und sie also nicht heiraten möchte. Aber der Vater von dem Verlobten ist der Chef von ihrem Vater und sie möchte nicht, dass es irgendwelche Konsequenzen für den Vater gibt. Eine Freundin von Sophie findet Max durch eine Freundin oder so. Max ist jemand, der bei einer Hochzeit auftaucht und wo es diese Stelle gibt, wo ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber auf Englisch in den Filmen fragen sie immer, gibt es jemand, der einen Grund kennt, warum diese zwei nicht heiraten soll? Und Max wird dafür bezahlt, dass er auftaucht und sagt, hey, ich weiß, dass du sie betrogen hast zum Beispiel. Und dann, wenn es so öffentlich gemacht wird, kann der Verlobter nicht wirklich davor rennen, weil die Wahrheit vor den ganzen Gästen ans Licht gekommen ist. Also dann heiratet Sophie nicht, sie ist sehr dankbar und sie geht zurück zu ihrem Leben. Aber irgendwann kommt es dazu, dass Max eigentlich ihre Hilfe bei so einem Job haben möchte. Und Sophie merkt, dass sie das eigentlich sehr gerne macht, weil man Menschen damit helfen kann, die wirklich verzweifelt sind. Sie möchten sich nicht in diese Ehe gefangen lassen, aber sie haben quasi keine Wahl, weil es Konsequenzen geben könnte, entweder für sie selber oder für jemand aus der Familie. Und das Buch war ziemlich gut, muss ich sagen. Ich mochte den Schreibstil der Autoren. Ich fand, es gab Chemie zwischen den zwei Charakteren. Es war auch nicht zu spicy. Was ich weiß, manche mögen es nicht. Mich persönlich, ich kann es haben oder nicht haben. Mich stört es nicht, ich sehne mich nicht unbedingt danach. Und ich fand irgendwie, dass die zwei Charaktere ziemlich gut zueinander gepasst haben. Ich mochte vor allem die Protagonistin Sophie. Und ich bin jetzt gespannt, ob ich andere Bücher von Lynn Painter lese oder nicht. Die nächsten drei Bücher habe ich auch auf Englisch gelesen, aber ich werde sie hier einblenden, weil ich sie als E-Bücher gelesen habe. So, das erste Buch ist Fate Inked in Blood von Danielle L. Jensen. Dieses Buch war so gut, ich konnte das Buch buchstäblich nicht aus der Hand nehmen und ich hätte nicht erwartet, dass es mir so gut gefällt. In diesem Buch gibt es Magie, es gibt Götter und Prophezeiungen. Freya, das ist die Protagonistin, ist eigentlich
das Zentrum, so eine Prophezeiung, sage ich mal. Also wie es in diesem Buch ist, es gibt bestimmte Leute, die ein Tropfen von Götterblut haben. Und wenn das der Fall ist, bedeutet es, dass sie von den Göttern gesegnet wurden. Sie haben Magie in sich, sie können das ausüben. Und Freya hat eigentlich Götterblut in sich. Aber das Problem ist, dass ihre Eltern, weil sie ihr vor dieser Prophezeiung schützen wollten, wollten es niemand erzählen, weil normalerweise, glaube ich, passiert irgendwas. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sie mussten irgendwohin abgegeben werden, ausgebildet werden. Ich kann mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall, die Eltern haben das verschwiegen vor den ganzen, wer auch immer. Ich bin so schlecht darin zu erklären, genau was passiert ist, weil ich so schnell vergesse, was passiert in dem Buch. Auf jeden Fall, niemand weiß davon, nur sie weiß davon. Aber der Mann, der ist so abscheulich. Er hat sie wirklich nicht gut behandelt. Und er verrät sie sogar. Ich glaube, der Mann verrät sie an dem König. So war das. Damit Freya sich selber verrät, befehlt er seinen Sohn Bjorn, mit Freya zu kämpfen bis zum Tode. Und natürlich, Bjorn ist sehr stark. Er hat Kräfte, die er öffentlich dann benutzt. Und Freya ist kurz vor dem Tod, vor dem sie ihre Magie einsetzt, weil sie keine andere Wahl hatte. Sie wollte nicht sterben, es war ein Reflex. Also musste sie ihre Magie einsetzen. Jetzt wissen alle davon. Der König sagte, ha, du bist das Mädel, was ich die ganze Zeit gesucht habe, weil die Prophezeiung lautet, wer auch immer diese Frau kontrolliert, kontrolliert das Schicksal des Landes. Er möchte König von dem ganzen Land werden, irgendwie so. Leute, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gut beschrieben habe. Dieses Buch ist eine sehr, meiner Meinung nach, erfrischende Fantasy-Geschichte. Ich liebte es die ganze Zeit. Vor allem mochte ich auch die Beziehung, die zwischen Freya und Bjorn langsam entsteht und wächst. Sie fühlt sich die ganze Zeit zu ihm hingezogen. Aber sie ist schon mit diesem anderen König verheiratet. Das habe ich überhaupt nicht erwähnt. Aber sie musste ihn heiraten, weil er einfach davon überzeugt ist, dass die Prophezeiung damit gemeint wird, dass er sie heiraten muss, damit er sie kontrollieren kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Geschichte auf Teil 2. Auf Goodreads sagt es noch nicht, wann das sein soll. Machen wir weiter mit Anybot von Sierra Greer. Das war ein 5-Sterne-Read für mich. Es war so unglaublich gut, denn in diesem Buch geht es um Annie, die eigentlich ein Roboter ist. Also es spielt sozusagen in der Zukunft, wo die Technologie schon existiert, dass es Roboter gibt. Also in diesem Buch geht es um Doug und Annie. Doug ist der Mensch und sein Roboter heißt Annie. Und das Ding mit Annie und Doug ist, dass Annie ihre Aufgabe ist im Prinzip, sowas wie eine Frau zu ihm zu sein, dass sie ihn befriedigt, dass sie für ihn kocht, dass sie im Bett sehr befriedigend ist, weil er sie so ausgewählt hat. Man kann zwischen verschiedenen Modus auswählen, ob sie nur kochen sollte oder mit den Kindern helfen sollte oder ob sie für das Bett geeignet ist und so. Und das ist die Aufgabe von Annie. Die andere Sache, die in diesem Buch sehr interessant ist, diese Roboter können so auf autodidaktisch umgestellt werden. Das bedeutet, dass sie selber Entscheidungen treffen können, dass sie reeller und reeller, also dass sie sich mehr wie Menschen verhalten. Und Doug ist die ganze Zeit sehr unzufrieden mit der Tatsache, dass er weiß, dass es sich reell anfühlt zwischen ihm und Annie. Aber es ist ihm auch sehr peinlich, jemandem das zuzugeben. Ich war von diesem Buch von der ersten Seite an gefesselt. Es ist für mich so interessant. Es ist eine philosophische Frage, wie viel wir diese Roboter an uns ranlassen, dass wir sie wirklich in unsere Gesellschaft integrieren, in unsere Familie integrieren, so als Partner. Das ist so etwas, was ich persönlich noch nie in einem Buch oder in einem Film gesehen hatte. Und es war so interessant, die verschiedenen
Teile der Beziehung zwischen Doug und Annie zu sehen, wie Annie versucht immer ihn zu befriedigen, wie Doug immer mehr und mehr verlangt. Je mehr ihr Bewusstsein sich öffnet, je intelligenter Annie wird, desto mehr sie sich fragt, was sie Doug schuldet und was sie sich selber schuldet. Das Buch ist wirklich so gut gewesen, diese ganzen philosophischen Fragen, die eigentlich, ja, in diesem Buch geht es hauptsächlich um die Beziehung zwischen einem Mensch und einem Roboter, aber eigentlich trifft das auch auf normale Beziehungen, würde ich sagen, weil wie viel kann man jemand anderem geben, bevor man sich selbst verliert? Inwiefern darf man mehr auf sich selber achten, selbst wenn es bedeutet, dass es den anderen verletzt und so. Mein Gott, ich hoffe, dass dieses Buch übersetzt wird, weil es wirklich so gut gewesen ist. So, Leute, ich habe ein letztes Buch für euch. Es heißt Heartless Hunter von Kristen Ciccarelli. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das Buch ist auch sehr gut gewesen. Es ist wieder mal eine Fantasy-Geschichte gewesen. Ich sag euch, ich bin in letzter Zeit mit Fantasy besessen. Ich lese hauptsächlich Fantasy. Und in diesem Buch geht es um Hexen. Es ist so, in dieser Welt haben die Hexen einmal die Macht gehabt. Aber wie man das so kennt, wenn Menschen sich bedroht fühlen, haben sie sich gegen die Hexen rebelliert. Sie haben sie überrannt. Oder wie sagt man das? Jetzt haben die Menschen die Macht. Und die, die an der Macht sind, haben einfach entschieden, dass Hexen komplett böse sind. Sie sollten vernichtet werden. Also alle Hexen, die als Hexen bekannt sind, wurden umgebracht und die anderen versuchen, sie zu verstecken. Und es ist so brutal, wie viele Leute einfach Hexen ihre eigene Familie verraten haben und so. Und in diesem Buch geht es um Rune, die eigentlich eine Hexe ist, aber niemand weiß davon, weil sie sich die ganze Zeit gut versteckt hat. Tagsüber ist Rune ein normaler Mensch, aber nachts rettet sie andere Hexen, die schon gefangen genommen wurden. Sie hilft ihnen, sich zu verstecken. Bei so einer Rettungsaktion läuft etwas sehr schief und Rune denkt, dass wenn sie sich einem gewissen Gideon annähert, sie ihn für Informationen benutzen kann. Also täuscht sie vor, ihn zu mögen, dass sie mit ihm zusammenkommen möchte. Und auf seiner Seite Gideon entdeckt, dass ein Schiff von Rune benutzt wurde, um versteckten Hexen zu transportieren. Also hat er Verdacht geschöpft und er täuscht vor, sie zurückzumögen, dass er auch mit ihr zusammen sein will. Aber so langsam entdecken sie jedes eine Seite des anderen, eine Seite, die sie gar nicht erwartet hätten. Aber es wird gefährlicher und gefährlicher, weil Gideon es unbedingt hat es auf diese Person, die nicht gekannt wird, nur unter dem Alias Crimson Moth, die ganzen Hexen rettet. Abgesehen, glaube ich, habe mein Verb irgendwo vergessen. Und Rune auf ihrer Seite möchte unbedingt weitermachen und sie kann einfach nicht aufhören, bis sie die ganzen Hexen gerettet hat. Das Buch war wirklich sehr spannend. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich war ziemlich überrascht, weil an sich klang das Konzept interessant und ich glaube, ich habe am Anfang noch nicht mal richtig verstanden, worum es geht. Aber es ist so interessant zu sehen, wie sie es plant, wie sie diese Magie benutzt, um Hexen zu retten. Das waren die 10 Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, was eure Highlights diesen Monat waren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!